Erster Tag. Aus der Jungfrau Maria im Reich des göttlichen Willens, Band 8, Betrachtungen für den Monat Mai. Die Königin des Himmels im Reich des göttlichen Willens. Der erste Schritt des göttlichen Willens in der unbefleckten Empfängnis der himmlischen Mutter. Die Seele zu ihrer unbefleckten Königin. Hier bin ich, liebste Mama, niedergeworfen vor dir. Heute ist der erste Tag des Monats Mai, der dir heilig ist, in dem alle deine Kinder ihre Opfergaben darbieten wollen, um dir ihre Liebe zu zeigen und um deine Liebe zu verpflichten, dass du sie liebst. Und ich sehe dich wie vom himmlischen Vaterland herabsteigen, von Engelscharen begleitet, um die schönen Rosen in Empfang zu nehmen, die demütigen Veilchen, die keuschen Lilien deiner Kinder, und sie in dein Lächeln der Liebe umzutauschen, in deine Gnaden und Wohltaten. Während du die Gaben deiner Kinder an deine mütterliche Brust drückst, nimmst du sie mit hinauf in den Himmel, um sie als Unterpfand und Krone für den Augenblick ihres Todes aufzubewahren. Himmlische Mutter, unter so vielen bin ich das Kleinste, das Bedürftigste von deinen Kindern. Ich will bis auf deinen mütterlichen Schoß kommen, um dir nicht Blumen und Rosen zu bringen, sondern jeden Tag eine Sonne. Aber die Mutter muss dem Kind helfen, indem du mir deine Lehren vom Himmel gibst, um mich zu lehren, wie ich diese göttlichen Sonnen bilde, um dir jeden Tag die schönste Huldigung und die reinste Liebe zu geben. Liebe Mutter, du hast verstanden, was dein Kind will. Ich will von dir lernen, wie man im göttlichen Willen lebt. Und ich werde meine Akte und mein ganzes Sein in den göttlichen Willen umwandeln, wie es deinen Lehren entspricht. Jeden Tag werde ich dir alle meine Akte in deinen mütterlichen Schoß bringen, die ich in Sonnen umgewandelt habe. Lehre der Königin des Himmels, mein gesegnetes Kind, dein Gebet hat mein mütterliches Herz verwundet. Es hat mich vom Himmel her angezogen und ich bin schon hier, ganz nahe bei dir, meinem Kind, um meine Lehren zu geben, die ganz himmlisch sind. Betrachte mich, mein liebes Kind. Tausende von Engeln umgeben mich und ehrfürchtig sind sie alle in Erwartung, um mich von diesem göttlichen Fiat sprechen zu hören, von dem ich mehr als alle anderen die Quelle besitze. Ich kenne seine wunderbaren Geheimnisse, seine unendlichen Freuden, seine unbeschreibliche Seligkeit und seinen unschätzbaren Wert. Für mich ist es das größte Fest, die reinste Freude, mein Kind nach mir rufen zu hören, weil es meine Lehren über den göttlichen Willen hören will. Und wenn du meine Lehren hören wirst, werde ich mich glücklich schätzen, deine Mutter zu sein. Oh, wie ersehne ich es, ein Kind zu haben, das ganz im göttlichen Willen leben will. Sag mir, mein Kind, wirst du mich glücklich machen? Wirst du mir dein Herz geben, deinen Willen, dich ganz in meine mütterlichen Hände geben, damit ich dich bereite, dich disponiere, dich stärke, dich von allem entleere, auf eine Art, dass ich dich ganz mit dem Licht des göttlichen Willens füllen und in dir sein göttliches Leben bilden kann? Lege deinen Kopf an das Herz deiner himmlischen Mutter. Sei aufmerksam und höre mir zu, damit meine erhabenen Lehren dich zu dem Entschluss bringen, nie deinen Willen zu tun, sondern immer den Willen Gottes. Mein Kind, höre mir zu. Es ist mein mütterliches Herz, das dich so sehr liebt und das ich über dich ausschütten will. Wisse, dass ich dich in meinem Herzen eingeschrieben habe und dich als wahres Kind liebe. Aber ich empfinde einen Schmerz, denn ich sehe dich nicht deiner Mutter ähnlich. Doch weißt du, was dich unähnlich macht? Ach, es ist dein Wille, der dir die Frische der Gnade nimmt, die Schönheit, die deinen Schöpfer verliebt macht, die Stärke, die alles besiegt und erträgt, die Liebe, die alles verzehrt. Mit einem Wort, es ist nicht dieser Wille, der deine himmlische Mutter belebt. Du musst wissen,
dass ich meinen menschlichen Willen nur kannte, um ihn zur Ehre des Schöpfers zu opfern. Mein Leben war ganz im göttlichen Willen. Vom ersten Augenblick meiner Empfängnis an wurde ich geformt, gewärmt und in sein Licht gestellt, das mit seiner Macht meinen menschlichen Samen reinigte, auf eine Art, dass ich ohne Makel der Erbsünde empfangen wurde. Meine Empfängnis war ohne Makel und so ruhmreich, dass sie die Ehre der göttlichen Familie bildete, allein deshalb, weil das allmächtige Fiat sich über meinen Samen ergoss, und so wurde ich rein und heilig empfangen. Wenn das göttliche Wollen sich nicht mehr als eine zärtliche Mutter über meinen Samen ergossen hätte, um die Wirkungen der Erbsünde zu verhindern, hätte mich das traurige Los der anderen Geschöpfe getroffen. Ich wäre mit der Erbsünde empfangen worden. Deshalb war die Erstursache allein der göttliche Wille. Ihm sei die Ehre, die Herrlichkeit, der Dank, dass ich ohne Erbsünde empfangen wurde. Nun, Kind meines Herzens, höre deine Mutter an. Lege deinen menschlichen Willen beiseite. Sei bereit, lieber zu sterben, als ihm auch nur einen Akt des Lebens zu gewähren. Deine himmlische Mutter wäre glücklich gewesen, tausend und abertausend Mal zu sterben, ehe ich einen einzigen Akt meines Willens getan hätte. Willst du mich nicht nachahmen? Ach, wenn du ihn zu Ehren deines Schöpfers opfern wirst, wird das göttliche Wollen den ersten Schritt in deiner Seele tun, und du wirst dich von einer himmlischen Ausstrahlung geformt, gereinigt und erwärmt fühlen. Du wirst wahrnehmen, dass die Keime deiner Leidenschaften vernichtet sind. Und du wirst dich in die ersten Schritte des Reiches des göttlichen Willens versetzt fühlen. Sei deshalb aufmerksam. Wenn du mir treu sein wirst und auf mich hörst, werde ich dich leiten. Ich werde dich an der Hand auf den grenzenlosen Wegen des göttlichen Fiat führen. Ich werde dich unter meinem blauen Mantel beschützen und verteidigen, und du wirst meine Ehre sein, meine Herrlichkeit und mein und dein Sieg. Die Seele spricht: Unbefleckte Jungfrau, nimm mich auf deinen mütterlichen Schoß und sei mir Mutter. Nimm mit deinen heiligen Händen Besitz von meinem Willen und reinige ihn, forme ihn, wärme ihn mit der Berührung deiner mütterlichen Finger. Lehre mich, einzig und allein vom göttlichen Willen zu leben. Tagesaufopferung. Um mich heute vom Morgen an und in allen deinen Handlungen zu ehren, lege deinen Willen in meine Hände und sag zu mir: Meine Mama, biete du selber das Opfer meines Willens meinem Schöpfer dar. Stoßgebet. Meine Mama, schließe den göttlichen Willen in meiner Seele ein, damit er seinen ersten Platz einnimmt und hier seinen Thron und seinen Wohnsitz bildet. Amen. Fiat.